Ja, Thema ist Substitution für die Integration, also für Berechnung der Integrale. Der Grund ist, weil es da keine Kettenregeln und so weiter Regeln gibt, also nicht so leicht anwendbar, sagen wir es mal so. Deswegen, aber jetzt erstmal zur Erinnerung. Fangen wir erstmal zur Erinnerung an und das rate ich an, mitzudenken, mitzuschreiben. Zur Erinnerung, und zwar, wenn wir gesagt haben, wir bilden die erste Ableitung einer Funktion, dann war das nichts anderes als dy durch dx. Man könnte auch sagen, ich schreibe es mal anders, oder y' ist genauso dy durch dx. Was sind das, dy und dx? Was sind das? Genau, also wenn ich sage Delta y durch Delta x, dann habe ich einen Differenzenquotient und hier habe ich einen sogenannten Differentialquotient. Das sind Differentiale, also dx und dy sind Differentiale. Wir brauchen das bald, also das ist schon wichtig. Brauchen insofern, wenn ich mir jetzt diesen Term hier mal schnappe, diesen, dann kann ich den ja so umstellen, dass ich sage, ich möchte mal wissen, was dx ist. Und genau das werden wir dann brauchen. Ihr erinnert euch, Integral über Tralala und Hopsasa. In Klammern mal dx heißt es ja. Das umgestellt heißt das, dx ist dann eben dy durch y'. Ja, bis dahin. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber nochmal, was machen die Dinger? Nur mal ein Beispiel zur Erinnerung. Und zwar nehmen wir an, die Funktion heißt f von x ist 3x hoch 2, 3x Quadrat. Dann ist ja die erste Ableitung, die ist ja leicht, ne? Dann ist f' von x, wie muss er heißen? Muss dann sein 6x, ist klar. So, naja, jetzt nehmen wir mal an, also der Graph, der könnte ungefähr so aussehen hier, weil das ja eine ziemlich gestreckte, durch die 3 wird der Graph, also die Parabel ziemlich gestreckt aussehen, geht aber durch den Ursprung, also ich mache das jetzt mal ohne quantitative Merkmale ohne 1, 1 und so weiter, das wird ein ziemlich schlankes Ding werden. Und jetzt interessiert uns mal ein gewisser Punkt irgendwo hier auf dem Graphen und ich nenne den Punkt mal, interessant ist also mal der Punkt zum Beispiel, ohne dass ich jetzt hier wirklich was anlegen könnte, irgendwelche Tangenten anlegen könnte, und zwar der Punkt 4 und in diesem Fall f von 4. Ich sage gar nicht mal, wie der heißt. Ne? Ich sage einfach, 4 ist der x-Wert und y-Wert ist f von 4. Und zwar für dx ist gleich 0,01. 0,01. Also dx, wir lassen diesen Abstand ganz klein werden. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf Differenzieren und den ganzen Kram eingehen und wie sich das entwickelt, das müssten wir eigentlich wissen. Aber dann können wir ja dy noch ausrechnen. Dy ist also, dy muss sein, das heißt also, um wie viel ein bisschen sich dann der y-Wert ändert. Wenn ich nur um ein lumpiges Hundertstel was tue, dann gucke ich einfach und sage hier oben, hier, das gilt. Dy kann ich auch sagen, ist y mal der x, y' mal der x. Ne? Ganz einfach so. Und wenn ich das mache, dann kann ich sagen, dy ist demzufolge, jetzt sage ich nicht y', sondern f' von x, also f' von x mal dx. Und das entwickelt sich so, f' von dx. F' ist, oh, guckt euch das mal an, dann haben wir da 6 mal und 0,01, ne? Oder wie? Also dy muss dann sein, die Ableitung, 6 mal 0,01. Oder? Bist du da noch klar, was ich mache? Ganz genau. Wir müssen aufpassen. Achtung, f' von x heißt zwar 6x, aber f' von 4, uns interessiert der Punkt 4. Also, das geht so nicht. Ne? So einfach ist das nicht zu machen. Ich muss dann schreiben, also, das ist f' von 4. F' von 4, denn der interessiert uns. Das wollen wir wissen. F' von 4 und jetzt mal dx, ne? Das bleibt 0,01. Und wenn ich das mal ein bisschen fortführe, ich mache das jetzt hier nicht aus Blödsinn, sondern einfach mal, um rauszukriegen, was das bedeutet, dieses nochmal, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Also, f' von 4, 6 mal 4, 24 mal 0,01 ist 0,24.
Warum pfeife ich? Guckt euch das mal an. Ich mache das nochmal in einer anderen Farbe. 0,01 bewirkt eine Änderung von 0,24. Das ist das 24-fache. Das geht um die Änderung. Das heißt also, ich lege hier mal die Lupe drauf. Das sähe dann so aus. Hier habe ich unseren Graphen, der leicht gekrümmt ist. Hier unseren Punkt 4,4. Und wenn ich nur so ein bisschen, also 0,01 nach da gehe, dann verschwindet mir der Graph schon sonst, die Änderung schon dahin, also 0,24 ergibt das. Das heißt, ich kann hier mit dx und dy kann ich immer sagen, das ist die momentane Änderung. Eine Änderung, was bewirkt letzten Endes ein kleines bisschen weiter nach rechts in Bezug auf den Funktionswert. Es kann auch abwärts gehen. Nämlich zum Beispiel abwärts, jetzt schnell nochmal zur Praxis. Nehmen wir uns mal folgenden Fall an, es geht um Fallschirmspringer. Also Praxis. Ein Fallschirmspringer. Ich lasse jetzt beim Fallschirmspringen mal die Fallphase am Fallschirm selber weg, sondern der springt gerade aus dem Flugzeug und wir basteln uns mal